Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Donkey Kong Country, meine Damen und Herren, wo wir heute, ich vermute mal das komplette Video, versuchen werden, dieses wunderschöne Plattformlevel hinter uns zu bringen. Ha! Sind das die Aussichten, die wir uns alle Warum? Nein, das sind die Aussichten, die wir uns alle wünschen, Alter. Das ist genau das. Genau das, was wir heute alle brauchen. Das ist sehr, sehr schlecht, diese Stelle ohne Donkey Kong hinter sich zu bringen. Aber, beziehungsweise ist es natürlich gut, die Stelle hinter sich zu bringen. Es ist nur schlecht, das machen zu müssen. Dazu gezwungen zu sein, quasi, könnte man quasi sagen. Alter. Verfickte Biene, ne? Diese verfickte Biene. Du kommst jetzt hierher, pass mal auf, genau, fällst jetzt da runter. Guck mal, der macht genau, was er machen soll. Das ist ja unglaublich. Das ist ja. Also im Gegensatz zu mir macht er das. Toll. Also im Grunde genommen ist dann also dieses wunderschöne Tierchen ein besserer Donkey Kong Country Spieler als ich. Weil. Immerhin weiß er, was er tun muss. Im Gegensatz zu offensichtlich mir. Das macht nichts, weil. Man kann auch so schon mal schaffen, weil wir sind ja eigentlich sind wir ganz schön potente. Nein. Wir sind ganz schön kompetente Wesen. Wesenchen quasi. Geh weg. So, danke, Mr. Tierchen, Alter. Gib mal lieber so ein Fässchen hier mit DK, Alter. Da wäre ich. Fürchterlich, danke. Bin ich fürchterlich dankbar für. Hi. Du gehst jetzt bitte erstmal. Nein, das ist so nicht vorgesehen, Alter. Du musst doch die Vorsehung beachten. Oder so. Also, weil. Ich meine, das ist ja so ein bisschen wie so ein Rollenspiel, eigentlich. Wenn man mal genauer drüber nachdenkt. In dem Sinne, dass nämlich auch die Gegner eine Rolle spielen. Und so nämlich den Tag versüßen. Ich habe keine Ahnung. So, pass auf, du wirst jetzt sterben. Um wieder zurück zum Wesentlichen zu kommen. Lebewesen töten. Das ist das Einzige, was ich noch kann. Vor allem in diesem Spiel. Und jetzt muss ich das auch noch ohne Diddy Kong machen. Das wird gut. Das wird einfach gut. Sag mal, jetzt ist der Typ wieder links, ne? Pass auf, so. Guck. Ja. Brauchst nicht denken, dass ich das nicht kann. Brauchst nicht denken, dass ich das nicht heilige Scheiße. Oh Gott, nein. Das ist mir alles zu hektisch hier. Ich möchte das nicht. Ich kann das nicht, ich möchte das nicht. Ich werde weinen. Können wir damit, wir wollen damit eigentlich aufhören. Haben wir doch eigentlich beschlossen, oder? Geh mal einfach weiter, ne? Ja. Jetzt kommt wieder irgendwas, was mich umbringt. Oh. Wann bin ich gestorben, als ich das letzte Mal so weit war in dem Level? Ach, guck, das ist der Boss schon. Dann ist ja jetzt die Zeit, um die ganzen Bonusräume zu sammeln. Das ist eigentlich unvorhergesehen, aber das macht nichts. Dann gut, machen wir halt erstmal den Boss und gehen dann gucken, wo wir dann als nächstes so hin können, nicht? Das ist ja toll auch. 55%, das heißt, wir haben noch 45% der verfickten Items. Sehr schön. Das ist wirklich etwas unverhofft, aber das macht gar nichts. Dann müssen wir erstmal bringen wir den Wichser jetzt hier um. Pass mal auf. Erstmal töten. Wir töten erstmal und dann schauen wir weiter. Ich glaube, dass der wirft immer mehr von seinen komischen. Warum habe ich dich jetzt. Entschuldigung, warum hat er nicht getroffen? Jetzt ist aber mal gut hier. Der wirft immer mehr von seinen komischen Kügelchen da. Ja, der muss man dann so ein bisschen auffassen, überraschenderweise. Also, der ist also im Grunde genommen eine Weiterentwicklung von dem ersten, von diesen freundlichen Herrschaften, die wir schon mal irgendwo gesehen haben. Im Grunde genommen aber trotzdem eigentlich relativ einfach, wenn man am anderen Ende des Bildschirms steht und da ist, am anderen Ende des Bildschirms steht und dann so über die Dinger drüber springt. Ach, ich kann nicht auf den drauf springen, während er noch die Eier kackt aus seinem Mund. Das ist gut zu wissen. Und dann muss ich den zweiten Sprung so ansetzen, dass ich dann direkt da drauf lande und dann. Dann haben wir gute Karten, Alter. Dann haben wir gute Karten. 1, 2, 3, siehst du, guck. So läuft das. Da muss man so ein bisschen, weißt du, hier so ein bisschen mitzählen. Mag den Boss gerne eigentlich. Überraschenderweise. Na, 4. Sagte er und verzählte sich. Hurra. Also, lasst euch hier die Pro-Tipps von Krutz und so weiter. Lasst euch die gegeben sein, Alter. Das ist immer gut, weil. Also zumindest wenn man irgendwie versucht, ein paar Leute damit zu unterhalten, wie schlecht man ist. Dann hat man gute Karten, wenn man hier zuguckt. Also da kannst du noch was lernen hier, Alter. Sehr schön. Danke. Ik, alter Schwede. Oder, keine Ahnung, ich vermute mal eher irgendein Asiat, aber das macht nichts. Also Donkey Kong jetzt, läuft. Also, Bonusdinger, ja? Ich werde das nicht blind machen. Ich werde das definitiv mit Guide machen, weil wenn ich die jetzt alle selbst finden muss, selbst in Donkey Kong Country 1, nein, wir werden das mit Guide spielen, Alter. Okay, Nummer 1 hier drin. Das sind zwei Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Erstmal kann ich jetzt wunderschön diese Höhle nochmal zeigen. Gott sei Dank können wir das jetzt nachholen. Nachdem ich dieses wunderschöne Bild einfach nur eingefügt habe. So sieht das aus. Ist verdammt traurig, so ein Donkey Kong ohne verfickte Bananen. Also, ne? Weißt du Bescheid. So kann man.
Das ist so ziemlich die einzige Story, die dieses Spiel hat. Also da muss man dann quasi mit arbeiten. So, und zwar, ich denke, ich werde das jetzt so machen, dass ich auch die Dinge einsammle, weil ich habe mir keine Strichliste gemacht mit den Räumen, die ich schon gefunden habe. Und zwar bewusst, tatsächlich, überraschenderweise. Wobei, das glaubt mir jetzt sowieso wieder keine Sau. Nein, ich habe das bewusst gemacht, weil ich mir dachte, wir zeigen jetzt lieber alle. Aus dem Grund, dass dann alle schön so zusammen sind. Also, das, wenn irgendwer das hier tatsächlich als Guide guckt oder so, dass alle von den Bonusräumen direkt auch quasi hintereinander vorkommen und so. Weißt du? Also, ne? Das war mit Sicherheit irgendwie plausibel. Wenn man genau drüber nachdenkt, macht das bestimmt Sinn. Da bin ich mir beinahe sicher. Also, pass auf. Das war Nummer 1. Und ich glaube, dass wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist das die Wand hier schon? Das ist die Wand hier schon. Das waren die beiden in diesem Level. Mehr ist sie nicht. Also, keine Ahnung. Frosch, warte, wann kommt der Frosch nach dem Hai? Der Frosch nach dem Hai, also fertig, guckt, und so läuft das hier. Das sind übrigens, ich dachte eigentlich, dass das ein Pool ist von diesen Dingern, die wir sammeln. Und dass dann nur entscheidend ist, welches das letzte ist, das wir sammeln, aber ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, wenn ich jetzt hier rausgehe mit Select, genau, kriegen wir ein Ausrufezeichen. Also, erstes Level zu 100% durch. Fehlen ja nur noch 99.000 andere, ich freue mich sehr. Okay, die nächsten beiden, also. Ich glaube, dass das irgendwas ist, also ich werde das jetzt einfach mal, damit ich auch noch so ein bisschen scheitern kann, weißt du, werde ich das jetzt so machen, dass ich mir einfach nur so ein paar Stichworte merke und dann mal gucken, ob wir das irgendwie finden. Und zwar suchen wir ein O und einen Pfeil und dann müssen wir beide mal in irgendwelche komischen Löcher fallen. Warte mal, jetzt kann ich mal kurz testen. Entweder habe ich davon zwei eingesammelt oder die teilen sich tatsächlich einen Pool. Aber ne, es wird mir mit Sicherheit wieder irgendwer in den Comments unter die Nase reiben, dass ich mal wieder gar nichts weiß. Das ist, da bin ich gut. Also hier muss man, glaube ich, ich weiß auch gar nicht, ich bin mir wirklich nicht sicher, wie man das jetzt ohne Hilfe finden soll. Aber, ja, also einige dieser Bonusräume sind wirklich arschig versteckt. Und vor allem, das ist ja hier relativ früh im Spiel, das darf man dabei auch nicht vergessen, dass irgendwer im zweiten Level in diesem Spiel erstmal testet, ob man nach dem O vielleicht in ein Loch springen kann. Aber ist egal, die Bonusräume in diesem Spiel, da werden wir noch viel drüber zu reden haben. Also, da aber irgendwie ist das ja auch eine feine Sache, dass die überhaupt eine Motivation den Leuten geben, dass man. Ist das alles richtig so? Okay. Dass man das Spiel sich nochmal genauer anguckt. Das finde ich generell ist eine sehr, sehr coole Sache. Weil, keine Ahnung, wenn man das Spiel mag und die ganzen Sachen nochmal finden kann, Replay-Value ist immer für mich eine sehr, sehr angenehme Sache, wenn man sowas hat. Ich glaube, dass das dieses Loch ist, ja, keine Ahnung. Also man muss, das Ding konnte man jetzt, glaube ich, so gerade eben noch irgendwie sehen, wenn man genau hinguckt, aber das Ding davor bei dem O, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man das sehen konnte. Also, ich glaube, hier war das, ne, ja. Das ist, ich weiß nicht, also, stehe nicht so drauf, wenn man Sachen so wirklich versteckt hat im Sinne von, man kann sie. Wer fällt schon absichtlich in ein Loch unter einem O? Also ich persönlich selten. Aber ist auch egal. Das sind auf jeden Fall eine Sache, die ich beim ersten Mal spielen nicht so ganz nachvollziehen konnte. Wenn man weiß, wo die sind und einen Guide hat, ist das natürlich überhaupt kein Thema. Da freut man sich in Ast, wenn man die Teile gefunden hat. Ne? Das ist klar. Also, die nächsten, Alter. Okay. Und zwar, ich glaube, dass wir irgendwie erstmal zum K kommen müssen. Das ist auf jeden Fall schon mal, das wäre schon mal Schritt Nummer 1. Ich glaube, ich habe schon verkackt, weil ich glaube, ich das Fass brauche. Oder auch nicht. Wir haben noch mehr Fässer. Okay. Sehr, sehr schön. Das finde ich eigentlich eine coole Sache, dass man manchmal so ein bisschen fast schon haushalten muss mit den Fässern. Also das mag ich, weil, keine Ahnung, es gibt im Spiel so eine extra Ebene. Überhaupt finde ich, dass die Bonusräume im Spiel eine extra Ebene geben, weil, also, so viele Spieler haben das davor nicht gemacht, bis zu dem Zeitpunkt. Warte mal. Irgendwas ist mit dem Ding da oben. Achso, ja, das habe sogar ich gesehen. Das sehe sogar ich. Ich bin mir sehr sicher, dass ich da sogar schon mal drin war. Aber ist egal, wir zeigen jetzt einfach alle. Dass so viele Spiele das bis hierhin noch nicht gemacht haben, dass irgendwelche mit irgendwelchen geheimen Areas. Bei Super Mario World war ein Launch-Title für den SNES, aber im Sinne von, also die hatte auch eine geheime Welt. Ja, aber so viele andere Spiele haben das nicht gemacht. Okay, noch ein drittes in dem Level und zwar irgendwo mit irgendwelchen Schlangen, keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass ich Fässer, die hier stehen, erstmal noch stehen lassen sollte, weil das würde ich von diesem Spiel erwarten, dass ich, man muss manchmal dann wirklich auch so ein bisschen haushalten, was aber auch wirklich eine feine Sache ist, weil, ne, alles, was dem Spiel irgendwie so eine extra Ebene gibt, ist schon verdammt fantastisch. Warte mal, das Ding lasse ich jetzt einfach mal da stehen, ja, das lasse ich genau da stehen und ich glaube, dass ich das nämlich jetzt auch brauche, um das hier dann gegen die Wand zu... Entschuldige mal, mach dein... Ja, von mir aus noch das Ding. Um das gegen die Wand zu kloppen und das ist dann der dritte Bonusraum. Wie schön. So, jetzt kriegen wir auch dann endlich unsere ganzen wohlverdienten Extra-Leben und Bananen und die ganzen goldenen Dinger und diese wunderschönen Bonusräume mit Tieren. Und hast du dich gesehen? Guck, wir haben 11 Extra-Leben. Ist ja fantastisch.
Und das einfach nur durch so ein paar Bonusräume. Das ist übrigens auch eine sehr, sehr coole Sache, wenn man das sofort macht. Also während man das ursprünglich spielt, im Grunde genommen, dass man dabei natürlich jede Menge extra Leben bekommt. Also die haben mir gefehlt, aber wir haben es ja auch so geschafft. Okay. Also in dem Raum erstmal so ziemlich bis zur Mittel-Dingsbums, zur Mitteltonne. Muss auch immer in der Mitteltonne stehen. Warte mal, da oben war was. Aber vielleicht ist das einfach nur eine Abkürzung. Ich gehe mal davon aus. Solange ich nichts anderes lese, das ist, ja, das wirft mich da diese wunderschönen Bananen lang. Wahrscheinlich ist das eine Abkürzung. Ist auch geil. Wir lassen uns jetzt mal außen vor und verlassen uns auf diesen wunderschönen Guide, den wir hier haben. Hurra, weil... ich sag mal so. In zwei Level, also vor allem die erste mit dem Oda, die war schon ziemlich mies. Allerdings alles andere bin ich schon der Meinung, dass man, wenn man sich Mühe gibt und bewusst danach sucht, durchaus finden kann. Also das ist bei den meisten so. Ein paar von diesen Dingern sind wirklich extrem versteckt. Und damit meine ich wirklich extrem versteckt, sodass ich wirklich teilweise mich frage, wie das irgendein normal denkender Mensch finden soll. Aber, also ich sag mal, die meisten sind wirklich, ich will jetzt nicht sagen ohne weiteres findbar, aber findbar. Ich glaube, das ist hier in der Wand. Ja, sehr, sehr schön. Egal, das ist ja fantastisch. Das wird wir alles schaffen. Ich glaube, dass in dem Level sind, glaube ich, auch drei. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber wir werden sehen. Ich möchte das extra Leben hätte ich gerne, damit wir. Das ist jetzt die Aufgabe, dass wir so viel extra Leben wie möglich für den letzten Boss haben, weil. Ich meine, vielleicht schaffe ich es ja auch auf Anhieb, aber. Unwahrscheinlich, nicht? Okay, das nächste ist dann irgendwie, ich glaube, das hat mit diesen freundlichen Herrschaften zu tun. Und hier ist irgendwo eine TNT-Barrel, genau die. Aber erstmal bringen wir die freundlichen Herrschaften um. Und dann, ist das hier direkt oder hier? Nee, wahrscheinlich hier unten, ne? Ich gehe davon aus, dass das hier unten ist. Nein, es ist nicht hier unten, scheiße. Wo denn dann? Kacke. Shit. Nein, ich hätte nach links gemusst oder was? Ja, toll. Ist ja egal, wir haben ja den Mittelpunkt. Ist sehr, sehr praktisch, wenn man... Ach, ich bin fertig. Ach, das Ding hatte ich schon gefunden. Ja, das macht nichts, dann zeigen wir es jetzt trotzdem, weil, ja, wenn, dann machen wir es jetzt richtig. Also, guck, wir müssen dann hier die freundlichen Herrschaften umbringen und dieses Ding dann, ich vermute mal, einen nach links tragen, ne? Also, wenn ich jetzt, wenn ich denn irgendwann mal kann, den kurz kann, ja, ist fantastisch. Bin fast überrascht darüber, dass ich das schon gemacht habe, aber unverhofft kommt oft. Offensichtlich haben wir wirklich einen Pool, weil ich kann mich nicht daran erinnern, drei von diesen Dingern gesammelt zu haben, also läuft das. Dafür können wir jetzt dann auch, ich glaube, dass hier, genau, da ist eine 3, aber ich wollte keine 3 haben, sondern einen großen, verfickten Hai. Weil irgendwo in diesen Leveln sind immer noch irgendwelche großen Versionen von diesen kleinen Dingern versteckt, die man finden kann. Das ist auch ziemlich cool eigentlich. Warte mal, das sieht ja schon, nee. Keine Ahnung, also irgendwo sind hier auf jeden Fall für die Leute, die hier noch einen Bonus brauchen oder so, oder die noch mehr hiervon finden wollen oder hier mehr finden wollen. Man kann nicht nur, oder man muss nicht nur diese Dinger hier einsammeln, sondern man kann auch noch, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, diesen Hai in groß finden. Was der dann macht, ich habe keine Ahnung, zugegebenermaßen, aber das kann man machen, wenn man den möchte. Das ist eine feine Angelegenheit. Überhaupt finde ich diese Minispiele, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Das ist eine ziemlich angenehme Sache, weil, keine Ahnung, man fliegt so rum, man hat keine Gegner und so, man kann so ein bisschen, weißt du, das fühlt sich wirklich an wie eine Belohnung für den Spieler. Und deswegen ist das eine feine Sache, weil man muss ja so einen Spieler auch mal belohnen, weißt du, man muss sie ja auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, yo, das hast du gut gemacht. Stimmt dann zwar in meinem Fall nicht, aber das hast du gut gemacht, Alter. Weil da oben war, warte mal, stopp, shit, da oben war nur ein Raum, ist egal. Meine Damen und Herren. Damit haben wir wahrscheinlich genug von hier Barrels und so weiter und so fort. Also das, oder warte mal, ein Level ist, glaube ich, in der Welt noch. Warte mal, stopp. Das eine Level kann ich dann... Nee, Quatsch, das war's. Ach, dann haben wir die erste Welt fertig. Macht Sinn, meine Damen und Herren. Moment, stopp. Das können wir jetzt auf jeden Fall auch noch zeigen. Ich speichere kurz. Und dann zeige ich, dass die Welt auch ein Ausrufezeichen hat, sobald man denn alle von diesen Sachen eingesammelt hat. Boah, das waren jetzt 15%. Geht aber schnell. Aber ich befürchte irgendwie, mich dünkt, das wird noch ein kleines bisschen langsamer. Aber wir werden sehen. Pass auf, ich habe kein Ausrufezeichen. Warum habe ich kein verficktes Ausrufezeichen? Was habe ich denn übersehen? Da habe ich ein Ausrufezeichen. Cranky fucking Kong. Habe ich sogar schon mitgeredet. Muss man zwar eigentlich nicht, aber kann man. Hat, glaube ich, nicht allzu viel Sinn. Wo habe ich denn jetzt noch kein Ausrufezeichen? Was habe ich denn übersehen? Da habe ich ein Ausrufezeichen. Erzähl mir doch nichts. Da habe ich auch ein Ausrufezeichen. Ich habe überall Ausrufezeichen. Erzähl mir nichts, du blöder Mensch. Gemeinheit. Oder kriegt man doch keine Ausrufezeichen, wenn man die Dinger da hat? Schön. Wusste ich. Meine Damen und Herren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte like mal kaputt kloppen, würde mir sehr, sehr viel weiterhelfen. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr da wart, du Tobi Zell, winkenderweise bis zum nächsten Video. Yeah, und so weiter und so fort. Tschö.